Mein Name ist Hermann Thomsen. Ich bin beschäftigt bei der Deuler in Schleswig-Holstein und der Landwirtschaftskammer. Diese beiden Unternehmungen führen Arbeiten für die Industrie als Dienstleister durch, wo wir verschiedenste Tests durchführen, ausarbeiten, Ergebnisse präsentieren. Diese Tests werden vornehmlich draußen real in der Praxis durchgeführt, sprich während einer Kampagne draußen auf dem Feld vor Ort. Es sind Langzeitversuche, wo dann Teile verglichen werden und letztendlich Prozesskosten am Schluss abgebildet werden, sodass man als Berater auch nachher Betriebsleitern Empfehlungen geben kann, welche Kombinationen von Verschleißteilen für ihn den besten Effekt haben. Wir haben eine Maschine bestückt mit Original- und Nachbauteilen und haben hier ein 9 Meter Schneidwerk, dann auf der linken Seite mit Originalteilen ausgerüstet, auf der rechten Seite mit Nachbauteilen, sodass wir hinterher sagen können, okay, alle Teile haben die gleiche Auslastung, die gleiche Belastung erfahren. Was ich hier an diesem Schneidwerk jetzt mittlerweile nach 300 Hektar Einsatzfläche sehe, dass die Nachbauteile ihren optimalen Biss schon abgegeben haben. Und nach vorne betrachtet, vermute ich mal, wenn wir jetzt den ganzen Lagerweizen noch dreschen müssen, werden uns die Nachbauteile in dieser Saison noch extrem viel Probleme bereiten, weil sie einfach die Standzeit nicht haben gegenüber den Originalteilen. Wir haben hier in einer Maschine jetzt zwei unterschiedliche Schlegelmesser verbaut. Wir sehen auf der rechten Seite die Nachbaumesser, auf der linken Seite die Original-Glasmesser und haben hier jetzt eine Durchsatzleistung von ca. 30 Hektar, die diese Messer gearbeitet haben. Die Häckselqualitäten hier auf dem Feld zeigen eindeutig, dass wir eine schlechtere Zerkleinerung des Erntegutes bekommen. Und wir sehen hier in Fahrtrichtung rechts die schlechtere Verteilung, die mich im Grunde wieder belastet bei der nachfolgenden Bodenbearbeitung, wo ich schlechtere Einmischeffekte habe und letztendlich dann vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Bearbeitungsgang fahren muss, der sehr viel Geld kostet. Mein Name ist Torben Fülth, ich bin Betriebsleiter. Die Häckselqualität spielt insbesondere eine Rolle, da wir hauptsächlich fluglos arbeiten und um optimale Bestände bestellen zu können und das Stroh optimal bei hohen Erträgen einmischen zu können, beginnt die Bodenbearbeitung eigentlich beim Mähdrescher. Bei den Kosten von Verschleißteilen spielen insbesondere neben den reinen Anschaffungskosten auch die Standzeiten der verschiedenen Verschleißteile eine Rolle, weil die Wechselkosten in die Gesamtkostenkalkulation mit eingegriffen werden müssen. Und es sollte dort konsequenter darauf geachtet werden, dass Teile einfach früher getauscht werden, weil wenn ganze Prozessketten durch eine Schlüsselmaschine dann zum Erliegen gebracht werden, das kostet indirekt so viel Geld, dass man dort einfach früher Teile tauschen muss, um Einsatzsicherheit zu haben. Am Ende eines Tages liefert die Maschine natürlich sehr viele Daten. Einmal interne Daten aus dem CeBIS-Terminal, die werden natürlich mitgeschrieben und dann kommen unsere externen Messungen dazu. Die werden dann den maschineninternen Aufzeichnungen gegenübergestellt und daraus können wir dann unterschiedliche Verschleißszenarien erkennen. Die Feldtests sind praxisrelevant. Das zeigen die letzten 4 Jahre. Wenn die Erntebedingungen gleich sind, kann man auch einen roten Faden in Richtung Verschleiß, Haltbarkeit, Standzeit, Flächenleistung erkennen. Und dann liegen da schon mal irgendwo 20%
mehr Durchsatzleistung in den Teilen.